Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flexi, immer schön, dass ihr mit mir auf der Jagd seid. Ja, ein Vorstadthaus, ein gefährlicher Geist und ein professioneller Geisterjäger, der heute keine Zeit hat und darum hat er uns geschickt. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Lassen Sie ein Team mit die Zeuge eines Geisterevents werden und machen Sie ein Foto vom Geist. Wir haben es zu tun mit dem Geist von Christopher Thompson. Oh, wieder mal eine neue Namenskombination, so ein bisschen, oder seltenere Namen. Heißt immer nichts Gutes, die Geister mit den seltenen Namen sind immer die schlimmsten. Jedenfalls bis jetzt unsere Erfahrung. Was war nochmal zu tun? Kein EMF damit dabei. Na egal, nehmen wir trotzdem mit. Und wo hast du denn deinen Generator versteckt? Natürlich im Keller, ne? Natürlich im Keller. Fotoapparat, EMF-Reader, Taschenlampe und auf geht's! Da hinten Weihnachtsbeleuchtung an der Laterne? Da auch, ne? Mitten im Sommer. Okay, Christopher, schön ruhig. Und entspannt. Wir sind eben kurz mal im Keller. Da bist du ganz sicher nicht. Sonst fahren wir sofort wieder nach Hause. Das ist in jedem Haus der gleiche Deal. So. Strom an. Strom an! Einmal schnell hier durchgucken, ob hier Knochen oder ein Ouija-Board liegt. Und wenn nicht, dann ganz schnell wieder raus und nie wieder rein in den Keller. Das ist der beste Plan überhaupt. Schön friedlich, Christopher. Alles wird gut. Wir tun ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht die Geisterjäger. Wir sind ja bloß die Ermittler. Die Geisterjäger kommen erst hinterher, wenn wir ihnen sagen, was du für ein Geist bist. So. Tür zu. Kein Knochen. Gar nichts. Erstmal Licht anmachen hier unten. So, da. 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 Und hier in der Küche auch noch. Dann fragen wir erstmal hier unten ein bisschen, ob er vielleicht hier irgendwo ist. Vielleicht kann er uns ja ein Zeichen geben. Bist du hier? Kannst du das EMF auslösen? Gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Ganz kurz ein bisschen durch hier. Ich bin von meinen eigenen Schritten erschrocken. Ne? Ist schon wieder so weit. Können wir nicht fahren? Geht schon los. Krieg ich Gänsehaut jetzt schon. Erschreckt mich schon von meinen eigenen Schritten. Tür zu. Da ist nix. Hallo. Kein Knochen. Okay, hier ist bis jetzt nix. Dann ist er bestimmt oben. So, hier haben wir hier schon geguckt. Einmal, nee, ne? Hier haben wir nur Licht angemacht. Okay, gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Gar nichts. Okay, kein Knochen, kein Ouija-Board. Knochen! Nichts. Aber die Knochen haben wir schon mal gefunden. Sehr cool. So, da wieder aus. Ich glaube, der ist nicht hier unten. Ich sage, wir können nach oben gehen. Beim Keller bist du nicht, Chris, aber das haben wir schon abgesprochen. Wie immer. Keller ist raus. So, die beiden Lichter hier unten lassen wir mal. Lassen wir mal nicht an. Das hier hinten brauchen wir nicht. So. Okay, ab nach oben. Hallo. Guten Abend. Geisterermittlung. Kein Grund zur Beunruhigung. Wir machen das schon länger. Gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Kannst du eine Tür bewegen? Kannst du eine Tür öffnen? Okay, bis jetzt nichts, gar nichts. Der im Keller ist, ne, Leute. Dann streike ich hier wirklich. Es reicht. Wir hatten so viel Kellergeister in den letzten Folgen. Bist du vielleicht wieder mal hier? Ist auch in Ordnung. Gar nichts. Keine Schritte. Keine bewegenden Türen. Keine Gegenstände. Irgendwie beunruhigend ruhig. Viel zu ruhig.
Da. Oh, okay, alles klar. Und dann gleich so. Hier steppst du rum in der Ecke oder wo bist du hier in dem Zimmerchen? Oh wow, oh wow. Das ganze Badezimmer leuchtet rot. Alles klar. Alles klar, ist gut, wir haben es verstanden. Du bist genau hier. Die Frage ist hier draußen und hier drinnen oder nur hier drinnen? Kannst du dich mal zeigen? Bist du hier? Gleich in IMF5 um die Ohren gehauen. Alles klar. Krass, damit hier draußen noch ist. Müssen Thermometer gleich mit rein bringen, um sicher zu gehen, ob er, dass er da hinten ist oder ob er hier auf dem ganzen Flur noch rumrennt. Das wär aber nicht gut. Wäre schön, wenn du hier drin wärst. Das wäre echt super. Kannst du dich mal zeigen? Bist du hier drin? Kannst du uns ein Zeichen geben? Okay, erstmal, ich will das nicht. Kamera hier, wie raus hier, raus hier. Okay, gleich ein EMF5. Schnell, 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 schnell. Treppe runter, raus. Raus, 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 raus. Puh. Einmal durchschnaufen. Einmal EMF5 eintragen. So, EMF5. Alles klar. Thermometer mit rein und Geisterbox. Geisterbox ist gut. Wir versuchen, können wir gucken, ob er da oben irgendwo ist. Fragen wir mal. So, Geisterbox, Thermometer, Sanity. Uns geht super. Wir haben irgendwas schon geschafft hier. Nee, was haben wir denn überhaupt? Zeuger, ach, Geister-Event haben wir noch nicht. Es war noch kein Foto, müssen wir noch machen. Und Bewegung, ach, Bewegungssensoren. So, Christa, wir sind unterwegs. Für ein nettes Gespräch. Kein Grund irgendwie dann, ne? So. Tada. So. Moment, das ist der falsche Weg. Das ist nicht der Weg. Das ist der Weg. So. Ja, ich wollte es gerade ausmachen. Ich wollte es sogar gerade sagen, wir müssen Licht ausmachen. In dem Moment ist es schon wieder sehr spooky. Bist du hier? Yes. Alles klar, alles klar. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Super. Was willst du? Hey. Hey. Okay, okay, und dann Licht an. Kein Problem. Wieder aus. Ja, es ist wie du magst. Licht an, Licht aus. Ich sag jetzt mal wieder Licht an, ne? Der wird gleich sauer. Sage ich. Hate. Okay, ich würde sagen, Moment, wir müssen nochmal gucken. Ich würde sagen, er ist nur hier drin. Ja, er ist definitiv nur hier drin. Das ist super. Okay, wir haben EMF5 und die Geisterbox. Und bisschen Muffen zu Hause. Raus hier. Einmal eintragen, gucken. Kann das vielleicht in der Kombination Revenant werden noch? Schnell weg hier. Lass ja die Tür auf. Hate. Wenigstens ist er old. Obwohl, die lügen ja auch, ne? Die lügen ja auch. So, Geisterbox. Oni, Djinn. Dann könnte es tatsächlich ein Djinn sein. Mit dem Licht schon rumgefummelt, ne? Vielleicht ist es ein Djinn. Okay, wir machen erstmal jetzt schnell hier so ein bisschen was auf unserer Nebenzielliste steht. Wir nehmen mal einen Bewegungssensor. Oh, guck mal, wie aktiv der schon war hier. Sehr gut. Wir, ja, Foto, ne, Geister-Event müssen wir mal gucken. Wir nehmen also erstmal Bewegungssensor mit rein. Und was macht denn der Djinn zum Beispiel? Wir haben Oni oder Djinn zur Auswahl. Was haben wir denn dann? Der Oni schreibt ins Buch und der Djinn macht noch Geister aus. Das heißt, wir müssen noch mehr Sachen mit reinnehmen. Wir nehmen Bewegungssensor mit rein und ein Buch. Okay, Christopher, alles wird und alles ist gut. Bis jetzt ist ja noch, geht's ja noch. Aber der wird uns sowas, der wird auf jeden Fall noch loslegen, sage ich. Der ist so einer von der Sorte. Die erst so ganz friedlich sind hier, beziehungsweise nicht so viel machen und dann, ne? Moment, ich verlaufe mich schon wieder. Das ist der Weg, hier geht's lang. Ah, es könnte tatsächlich, hat das Licht schon wieder angemacht. Vielleicht bist du wirklich ein Djinn. Komm, wir machen mal hier auch gleich den Bewegungssensor hin, wenn du immer am Lichtschalter bist.
Mal so. Buch für dich. Klack. Okay, schnell nochmal raus, dann noch eine Kamera geholt und dann kriegen wir auf jeden Fall noch ein Foto von dem. Irgendwie müssen ein Geister-Event auslösen. Aber der wird sich auf jeden Fall zeigen. Schnell raus! Mal ein bisschen, wir können ja nicht ein bisschen draußen bleiben, auch einen Moment so. Oder vielleicht können wir ja auch fahren. Wir müssen gar kein Geister-Event auslösen. Er ist da durchgelaufen, ne? Das ist super. So, jetzt Geister-Event und Foto halt. Ja komm, Kamera mit rein. Und los geht's. Kruzifix mit rein. Einfach nur so fürs Gefühl. Kruzifix ist immer gut. Es ist immer gut. Es ist immer super. So, Christopher. Nochmal mit der neuen Überwachungskamera. Ne? Damit mit dir beim Duschen auch nichts passiert. Wo stellen wir die denn auf? Hier vorne. So. Buch hat er auch nicht reingeschrieben. Ich sage, das wird auf jeden Fall die Kamera sein hier. Shit! Holy crappy crap! Was war das denn? Was ist passiert? Er hat aufgehört zu handeln. Warum? Was hat ihn aufgehalten? Heilige Kacke, hab ich mich erschrocken. Der war genau hier. Scheiße. Kannst du dich noch mal zeigen? Wo bist du? Zeig dich noch einmal. Boah, der hat einfach mal losgehandelt, ne? Aber dann hat er wieder aufgehört. Komm, jetzt muss den Gin doch wild machen. Kannst du dich einmal zeigen? Christopher Thomas, zeig dich einmal. Hab ich mich erschrocken, ne? Ich dachte, wir kommen jetzt nicht... Kannst du dich einmal zeigen? Wieso ist die Hand abgebrochen? Was hat ihn auch... Das Buch? Nee. Er war mit uns auf dem Flur. Verzieh dich. Er ist genau vor uns gewesen. Habt ihr das gesehen? Wir waren genau hinter ihm. Er stiefelte einfach los. Verdammter Mist. Er hat gar nicht mitgekriegt, dass wir hinter ihm waren, glaube ich. Wir sind einfach schnell im Wandschrank verschwunden. Schön, 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 geh woanders lag. Wir sind nicht hier. Wir sind schön den Flur runtergelaufen. Ganz bestimmt sind wir den Flur runtergelaufen. Oh, oh Mann. Stuckelt einfach. Wir hätten einfach ein Foto machen sollen hinter ihm. Er hat bestimmt, dass er bestimmt gehört, dass ich umgedreht. Dann wäre er hier weggekommen. Bleib weg, bleib weg. Bleib sowas von weg. In diesem Schrank ist niemand. Hier ist niemand. Hier war auch noch nie jemand. Hier würde auch nie jemand reingehen. Da passt gar kein Mensch rein. Überhaupt nicht. So. Wir sehen uns draußen. Christopher. Stogelt da hier lang. Ganz entspannt. Mit seinem zerfetzten Hemdchen. Ja, wenn das kein Geister-Event war. Dann weiß ich auch nicht. Foto haben wir jetzt noch nicht gemacht. Lass mal die Tür auf. Bitte raus hier. Alles klar, Leute. Ich glaube, wir müssen fahren. Das Nervenkostüm ist hin. Das Nervenkostüm ist genau zerfetzt wie Christophers Hemd. So. Kein Geister-Event, kein gar nichts. Da fliegen die Geister-Orbs dafür. Die haben wir haben den dritten Beweis. Geister-Orb. So, ist der Djinn. Ja, 20% Sanity. Kein Wunder, dass er losliegt wie nichts. Machen wir erstmal so. Ja, wir müssen nochmal rein, ne? Wir müssen da nochmal hin. Vor allem ist er auf dem Flur losgestuckelt, ne? Der kann also auch doch auf dem Flur irgendwie los. Er ist nicht, der ist, oder wir haben ihn zu spät gesehen. Und er kam aus dem Badezimmer raus. Boah, sehr gut. Wir müssen aber nochmal rein, Leute. Wir müssen irgendwie nochmal gucken. Strom ist noch an, kein Wunder. Wenn es ein Djinn ist, der wird die Generator auch nicht ausmachen.
So, Genie. Ist aber echt gefährlich, ne? Wenn er dann hier losgeht und wenn wir gerade hier sind. Das Kreuz, das wir da reingeschmissen haben, ist weg. Ja, das ist weg. Er hat das erste Kreuz schon weggemacht. Oh Mann, ist der aggressiv. Kannst du dich einmal zeigen? Wo bist du? Zeig dich einmal. Christopher Thomas, zeig dich einmal. Wir machen ihm ja auch mal Licht an. Kannst du dich einmal zeigen? Wo bist du? Gib uns doch noch mal ein Zeichen und zeig dich. Hallo. Christopher Thomas, zeig dich einmal. Wir werden das nicht überleben, Leute. Schnell nach hinten. Weg, 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 weg. Löse ein Geister-Event aus. Mach irgendwas Geister-Eventiges. Geister-Eventiges. Oh. Alles wird gut. Kannst du dich einmal zeigen? Okay, das ist auch okay. Das ist erstmal irgendwie Foto wert. Zeig dich einmal. Wo bist du? Nee, 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 Leute. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Ich möchte jetzt weg. Ich möchte. Ja, genau. Nee, wir machen das noch. Okay, wir machen noch ein Foto davon. Er macht noch mal Wasser an. Wir machen davon noch mal ein Foto. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Licht aus. Wasser, Wasser aus und raus. Raus, 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 raus. Nee, wir fahren nach Hause. Du musst ganz schön nach Hause fahren. Es ist gut so, wir haben den Geistertyp, wir haben Fotos. Tür auflassen, Tür auflassen, Tür auflassen. Alles klar. Okay. Ja, nee. Nee, ja, wir müssen fahren. Alles klar. Das geht auch mal so. Geld haben wir eigentlich noch genug. Wir müssen nicht immer alles verdienen. Nee, nee. Das passt auch so. So. Kein Foto, es macht nichts. Der Geistertyp ist ermittelt und wir haben super im Wandschrank gesessen. Was will man mehr auf so einem Ausflug? Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. So, alles klar. Ein seltener, seltener Djinn. Davon haben wir wirklich ganz selten. Die seltensten Geister fast. Und irgendwie gefühlt habe ich es jedenfalls. Oh, nee, Revenant ist noch seltener zum Glück. Jedenfalls bis jetzt haben wir wirklich selten Revenant gehabt. 160 Dollar, 120 halt erfahren. Wie gesagt, das ist auch in Ordnung. Dafür sind wir super, leben noch und Nervenkostüme sind noch einigermaßen. Naja, nicht wirklich. Okay, Lee, wie immer, wie Dank fürs dabei sein, fürs Mit. Ja, wenn euch dieses kleine Geister gefallen hat, Kommentar drauf, freut mich nochmal riesig. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr Let's Plays und mehr Geister sehen wollt, lasst doch ein Abo, da habe ich mich auch am meisten darüber freuen. Das kann ich noch sagen, wie immer, lieb, bleibt gesund und tschüss und bis zum nächsten Geisterjagd.